So, Dreierbande. Wählt einen Diener mit Streikkopien davon in euer Deck. Sicherlich keine schlechte Karte. Kam jetzt mit Dingens dazu, mit Schwarzfels, mit der Erweiterung. Aber ich nehme eine Erzekohle mit rein. Der ruft nämlich auch als Todesrüchchen ein Kumpan herbei. Heißt wieder quasi zwei Diener für drei Mana. Was haben wir hier? Das ist natürlich... Jetzt ist es interessant. Ausweiden. Kombo verursacht stattdessen 4 Schaden. Ist natürlich sehr gut. Ich muss sagen, mit dem Drakoniden-Zermalmer bin ich auch nicht schlecht gefahren mit meinem Drachen-Paladin-Deck. Der ist echt nicht schlecht, der Drakoniden-Zermalmer. Wenn man den Gegner auf 15 Leben runterkriegt, dann hast du für 6 Mana einen Diener mit 9 Angriff, 9 Verteidigung. Aber ich werde trotzdem Ausweiden nehmen, einfach weil wir Karten brauchen, um auch gezielt gegnerische Diener auszuschalten. Ich bin echt gespannt, wie weit ich es mit diesem Deck schaffen werde. Da haben wir schon wieder Wegelagerer der Anubar. Puh. Alter Vater. Ich will die nicht nochmal haben. Vor allem, weil ich für 4 Mana nicht schon wieder so eine Karte haben will. Das ist dann so wie von den Dino auf eure Hand zurückkehren. Todesröcheln. Ich nehme die tückische Klinge. Was soll's, ja. Ein Schaden und immerhin eine Karte. Schon wieder leckt der so. Leute! Bombe, verfügt einem zufälligen feindlichen Diener 4 Schaden zu? Wird am Ende zufälligen feindlichen Diener annehmen. Ich werde den Verteidiger von Argus nehmen, höchstwahrscheinlich. Bombenwerfer, gut. Aber Argus ist eigentlich eine relativ gute Karte. Hier werde ich den Dunkeleisenzwerg nehmen. Vielleicht einem Diener plus 2 Angriff in diesem Zug. Sehr gut für 4 Mana. Er hält plus 1, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Wir haben immer noch keinen Drachen im Deck, von daher vergiss es. Ja? Kannst du vergessen. Es ist nicht empfehlenswert, auf irgendwelche Wildtier-Drachen oder irgendwelche Kombos zu setzen. Ja, vor allem kein Drachen, Wildtier oder Murloc. Ja, Mac wäre im entferntesten Sinne noch vorstellbar, dass man es geschissen kriegt, ein paar Mac-Kombos hinzukriegen, weil es generell viele Macs gibt. Wir haben hier schon 1, 2, 3. Ja, wir haben schon 3 Macs im Deck. Deswegen, boah, das ist wieder, alter Vater, ich muss sie nochmal durchfächern nehmen. Das ist nicht zu fassen. Also Kartennachschub, wenn wir genug haben. Das steht fest. So, Zauberbrecher bringt dann Diener zum Schweigen. Ist nur noch 8 Karten. Ich muss jetzt den Säbel nehmen. Ich brauche auch irgendwas fürs Late Game. Bisher habe ich hier nur den Kriegsgolem. Ich muss einfach den Säbel reinnehmen. Ansonsten kann man sich das schenken. Lasst einfach von den Diener auf Uran zurückkehren. Der Diener kostet 2 weniger. Bringt mir auch nicht viel. Pechschwingverderber. Boah. Auch so eine Karte wieder. Für 5 Mana mit nur 4 Leben. Das ist zu anfällig. Ich nehme nochmal die Scharlachrote Fanatikerin mit rein. Herrlich. Das ist eine herrliche Auswahl. Leck mich am Arsch. Ihr will sprinten und finsterer Stoß. Also, okay, das ist wirklich Crap. Aber wir werden dann die Karte hier nehmen. Das ist aber quasi schon Verschwendung jetzt. Das ist nichts. Das ist quasi, als hätten wir jetzt eine Karte weniger im Deck. Weil, gut, fügt dem Helden 3 Schaden zu. Aber was bringt mir das, wenn ich sowieso kein wirkliches Agro-Deck krass aufbauen kann? Das bringt mir quasi gar nichts, aber gut. Wie viele Zauber haben wir denn momentan eigentlich im Deck? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zauber, ja komm. Verrat, damit können wir eigentlich auch noch gegnerische Diener ausschalten. Gar nicht so schlecht. Tödliches Gift natürlich sehr gut. Kaltblütigkeit auch nicht. Boah, der Schlingende und Tiger ist aber auch nicht schlecht. Ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache. Klingwirbel habe ich nur einmal. Blöde ist, ich habe aber auch keine Möglichkeit, mich selbst zu heilen, falls ich wirklich darauf gehen sollte, Waffen großartig einzusetzen. Ich habe keine Karte, die mir irgendwie Lebenspunkte gibt. Von daher werde ich den Schlingende und Tiger wählen. Jetzt haben wir nochmal Vulkandrache, kostet ein weniger für jeden Diener, der in diesem Zug gestorben ist. Ist auch eigentlich keine gute Karte. Hat auch wieder nur 4 Leben. Um Gottes Willen, ja, dann müssen wir den Erntegolem nochmal mit reinnehmen.
Wieder durch, Fächer. Alter Vater. Diesmal werde ich einen Schlachtzugsleiter nehmen. So, letzte Karte. Finde ich den, der von diesem Diener verletzt wurde, finde ich den. Ja, nee, wenn wir natürlich den bemannten. Den bemannten Himmelsgolem nehmen. Und damit steht unser Deck. Und ich muss sagen, boah, es ist. Es ist ernüchternd, ja. Es werden sicherlich auch einige jetzt die Hände vor den Kopf geschlagen haben. Bei einigen Karten, die ich gewählt habe, weil ich sicherlich nicht die beste Karte in dieser Situation gewählt habe. Aber habt Nachsicht mit mir, ja, ich bin auch nicht der beste Hearthstone-Spieler. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber ich bin kein Pro, ja, von daher. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also ich muss sagen, Late Game haben wir wirklich wenig. Fürs Early Game haben wir relativ viel, ja, also unsere Stärken werden darin liegen, früh die Kontrolle über das Board zu haben und versuchen, so schnell wie möglich ein Ende zu bereiten. Ja, wir haben, was haben wir hier für Karten? Wutzacher Stoß, für einen Mana Drop Wogenspitze, nicht schlecht, wenn man die direkt im ersten Zug ausspielen kann, natürlich Premium. Ausweiden als Kombo sicherlich gut, Klingwerbel, türkische Klinge, Verrat, halt für zwei Mana relativ viele Zauber, aber gut, Goblin Pirscher, Goblin Barbieromat, Mikromaschine, Regelsführer, eigentlich sehr gute Mana-Drops, muss man sagen. Durchfächer zweimal. Akolyte Schmerz ist auch nochmal Kartennachschub. Erntegolem zweimal. Naxxramaschimen, Urgaschläger. Zweimal Scharlachrote von Nadegrin, Schlachtzugsleiter. Dann Dunkeleisen, Zwergeist für Yeti. Ja, es ist halt für Late Game relativ wenig. Stingdorn, Tiger, Seebär. Dann aber auch nur mit 4 Angriffe. Manta Himmelsgolem sicherlich gut. Ruft noch einen zufälligen Diener herbei, der 4 kostet. Sprinten einmal und Kriegsgolem. Gut, wir müssen das Beste draus machen. Schaffe ich mit dem Deck 4 Siege, bin ich vollkommen zufrieden. Aber ob ich das überhaupt schaffen werde, boah, wird schwer. Wird richtig schwer. Aber wir starten einfach. Wird sicherlich schwer. Und es wird immer wärmer in diesem Raum, ey. 27 Grad jetzt schon. Gerade eben waren es noch 25. Krank. Aber draußen wird es jetzt auch kälter allmählich. Da haben wir unseren ersten Gegner. Ein Schaman. Gegen Thrall. Eure Zeit ist gekommen. Seid so. Auf der Hut. Starthand eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Sind als zweites dran. Und kriegen die Münze. Gegner braucht noch ein bisschen bei der Kartenauswahl. Ist jetzt aber auch sicherlich fertig. Zwei neue Karten hat er dazu bekommen. Hat er so auch nicht so das Wundervollste auf der Hand anscheinend. So, überspringt die Runde, will gar nicht erst machen. Ich könnte eigentlich jetzt schon ja, wir machen das einfach mal. Ein bisschen unter Druck setzen, indem wir gleich mal unsere Münze verbrauchen und einen Diener rauswerfen. Und Micro Machine ist auch nicht schlecht, ja. Wenn er den jetzt nicht wegräumen kann, hätte er im nächsten, wie gesagt, er zu Beginn jedes Zuges plus einen Angriff. Also wenn ich wieder dran bin, hat er schon 3 Angriff. Keine schlechte Karte sicherlich. Muss allerdings auch überleben, ne? Was tun? Und entweder ist er kacken gegangen oder er muss wirklich lange überlegen für seinen 2-Mana-Zug, ja. Ich glaube, so viel überlegen muss man da nicht. Heldenfähigkeit oder eine Karte raus. Hopp hopp. Crazy Hero. Kann hier so ein bisschen mit der Map auch interagieren. Es ist wundervoll. Wenn ich es schaffe, dann fliegt gleich
eine Rakete hier hoch. So, jetzt ist er endlich da. Terror-Wolf-Alpha. Was kann ich rausballern? Boah, es ist... Wir werden den Ghibli-Pirsch herausholen. Greifen an. Selbstverständlich. Ist ja klar. Wir werden da unsere Mikromaschine nicht töten lassen von dem Terror-Wolf-Alpha. Und uns entgeht ein Schadenspunkt, den wir machen können. Es scheint ein sehr geduldiger Spieler zu sein. Was tun? Er ist wahrscheinlich irritiert dadurch, dass der so schön glitzert. Die Mikromaschine. Gibbon Pierscher ist noch hinter seinem Nebel versteckt. Nicht zu erkennen. Niemand weiß, was sich dort verbirgt. Nicht schlecht. Was machen wir? Ich könnte Erntegolem rausholen. Ich könnte doch Durchfächer direkt benutzen. Wir machen das aber anders. Ich hole den Morgenspitz raus. Den Gegner so fertig. Und greifen direkt an. Wie gesagt, bei 3 Niederlagen in der Arena sind wir raus. Und ansonsten geht es bis maximal 12 Siege. Und je mehr Siege, je öfter man gewinnt, desto geilere Belohnung kriegt man. Das können wir noch nicht einsetzen. Durchfächer. Wäre auch nicht so toll. Eiswind Yeti könnte ich raushauen. Erntegolem macht wenig Sinn, weil kein effizienter Mana-Verbrauch gegeben ist. So viele. Hier ist mein, wenn ihr ein Zauber wirkt. Ich will jetzt nicht meine ganzen Diener da reinballern, deswegen. Ich hole den Eiswind Yeti raus. Und wir gehen einfach direkt drauf. Waffe behalte ich noch. Möglicherweise können wir das auch über die Agro-Schiene lösen. Mal schauen. Kommt drauf an. Panischer Kohl, ja, das ist auch eine sehr gute Karte. Ja, was kann ich machen? Ich kann die Karte einsetzen, selbstverständlich. Ehrlich gesagt sogar gar nicht mal so schlecht. Moment, deswegen würde ich hier wieder sein. Genau, so machen wir das noch. Dann benutze ich einfach mal Durchfächer. Und erledigen wir den mit unserem Eiswind-Lady. Argus ist auch schon da. Nächste Runde könnte ich eigentlich Erntegolem und Akolyt spielen. Verursacht 2 Schaden, Überladung 1. Überladung 1 bedeutet, dass er der nächsten Runde ein Mana-Kristall weniger zur Verfügung hat. Aber nur für eine Runde. Und jetzt wäre es natürlich vorteilhaft, wenn wir eine bessere Waffe hätten. So, ich muss einfach... Das ist das Einzige, was ich machen kann. Was Sinn macht. Bringt mir alles nichts. Los geht's. Ist ein sehr spannender Modus, Arena. Vor allem in der Arena ist der einzige Modus, wo es auch möglich ist. Ja, na geil. Ist der einzige Modus, wo es auch möglich ist. Karten mehr als 2-mal im Deck zu haben. Es kann auch gut sein, dass man zum Beispiel den Verteidiger von Argus 3 oder 4-mal im Deck hat, ja. Tinkt mit mir. Was mache ich jetzt? Einzige, was ich machen kann, ist versuchen, das Board zu klären. Das würde ich noch hinkriegen.
würde ich tatsächlich noch hinkriegen. Ich könnte aber auch. Ich werde das Board klären. Und zwar folgendermaßen. Ja, genau, wir machen das so. Somit haben wir mal das Board leer gefegt, aber wir sind jetzt in einer blöden Position, weil wir immer reagieren müssen. Ja, stimmt, man kann auch mit Gegnern sprechen, quasi, indem man einen Rechtsklick auf den Helden klickt und dann kann man hier verschiedene Sachen rausballern. Erzählen, hast du nicht gesehen, bliblablub. Blabla, interessiert dem eigentlich nicht so wirklich. Aber gut, fügt ihr mal, das bringt mir alles nicht viel. Fügt 4 Schaden zu, wird mir schon was bringen. Wie mache ich das am besten? Erntegolem, Fanatikerin und dann noch zack, ballern wir den irdenen Ring weg. Würde gehen, nix. So eine könnten wir dann mit Argus die noch spotten, wenn wir die dann noch auf dem Feld haben. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die ich sehe. Das war's. Jetzt wird's langsam gefährlich. Wir kommen allmählich dem Late Game entgegen und wenn der Gegner bessere Karten fürs Late Game hat, war's das. Aber der hat auch, er hat auf jeden Fall keine schlechten Karten. Na super. So, einzige Möglichkeit, uns hier noch irgendwie rauszuretten, ist sicherlich die hier. Ah, die kann ich raushauen, aber brauche ich eigentlich noch nicht. Vor allem, weil sie einfach nur Crap ist, die Karte. Ich weiß gar nicht, warum ich sie genie. Ich hätte lieber eigentlich nochmal ein zweites Mal Sprinten nehmen sollen, weil Irwisch wäre sogar wahrscheinlich noch besser gewesen. Immerhin für 0 Mana, aber. Ja. So. Schon sind wir eigentlich gar nicht mehr so schlecht am Start. Muss ich sagen. Los geht's. So, und da sind wir jetzt an den Punkt angelangt, wo wir hoffen können, dass wir Sprinten ziehen. Ja, wenn wir jetzt Sprinten ziehen würden, allmählich irgendwann mal, oder irgendeine Karte ziehen würden, die uns Kartennachschub liefert, und davon haben wir eigentlich genug, wäre das echt nicht schlecht. Aber ich sehe schon, er hat keine... Boah, ja, es ist schwer. Man kann halt nicht voraussagen, wie das hier ausgehen wird. Au, Schlingdor und Tiger nicht schlecht, sicherlich. Packen wir selbstverständlich raus. Schnell und stark zuschlagen. Ich kann erstmal die zwei ausschalten, das ist das Einzige, was ich machen kann. Und wir tun mal so, als hätten wir noch die ultimativ geile Karte auf der Hand, weißt du, die das ganze Spiel entscheiden könnte. Einfach mal ein bisschen Psychospielchen machen mit dem Gegner, ja. Denkt sich wahrscheinlich, was hat der da auf der Hand, dass der das so lange auf der Hand behält. Aber vielleicht denkt er sich auch nur, oh, was ist das für ein Idiot? Was für ein Noob? Oh Mann. Oh, scheiß die Wand an.